Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die vielleicht wichtigste Frage zum Thema Elektroauto ist: Sind Elektroautos überhaupt klimafreundlicher als Verbrenner? Oder schade ich vielleicht sogar dem Klima, wenn ich Elektroauto fahre? Ja, das tust du, sagen nicht wenige Leute, zum Beispiel der Ökonom Hans-Werner Sinn oder das Schweizer Taschenmesser der ZDF-Wissenschaftssendungen Harald Lesch. Nicht zuletzt viele Comedians im Fernsehen und auch in wahnsinnig vielen Artikeln in Zeitschriften und Magazinen steht das so drin. Und da muss man sich ja fragen, ob die Politiker in Berlin oder die Autokonzerne, allen voran jetzt VW, völlig irre geworden sind. Wieso wollen die jetzt alle plötzlich Elektro? Das ist doch der völlig falsche Weg. Die echte Fachwelt, also Umweltphysiker, Klimaforscher, Leute, die sich mit komplexen CO2-Bilanzen beschäftigen, die sind allerdings komplett anderer Meinung. Wer hat jetzt aber Recht? Recht oder Unrecht, das kann ich natürlich überhaupt hier nicht klären im Video. Ich kann nur zu eurer Meinungsbildung beitragen. Und deswegen gibt es hier wieder Fakten und ein paar Informationen zum Thema Klimabilanzen von Elektroautos. Wird wieder spannend, bleibt dran. Stephen Hawking, den kennt ihr vielleicht, das war der schlauste Kopf der Menschheit des 21. Jahrhunderts, leider kürzlich verstorben. Der schrieb in seinem Abschiedsbuch, dass er zwei Wünsche für die Menschheit hat. Erstens, die Menschheit möge endlich die Kernfusion ans Laufen kriegen, damit sie unerschöpfliche, saubere Energie produzieren können. Und zweitens, es möge sich doch tunlichst das Elektroauto durchsetzen. In Deutschland ist dafür aber noch ein sehr, sehr weiter Weg notwendig, denn die andauernde Kritik der Gegner der Elektromobilität, die einen immer wieder um die Ohren gehauen wird, die wirkt. Konnten sich im letzten Jahr noch eine knappe Mehrheit der Deutschen vorstellen, sich in Zukunft ein Elektroauto zu kaufen, so ist im Moment, also Stand Frühjahr 2019, nur eine Minderheit dazu bereit. 43% der Deutschen können sich nur vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen. In den 19 anderen großen Industrienationen der Welt sind es im Schnitt 61%. Da ist Deutschland also sehr, sehr weit hinten dran. Es soll inzwischen schon wieder einen Meinungsumschwung gegeben haben. Allerdings in der Wirtschaftswoche gibt es eine aktuelle Umfrage und da haben über 12.000 Leute teilgenommen. Und das spricht leider eine ganz andere Sprache. Hier, ich zeige euch mal eben die Umfrage. Und da sieht man, dass im Moment nur 46% der Deutschen sagen, ja, Elektroautos sind die Zukunft. 45% sagen nein, E-Autos werden sich nicht durchsetzen und die restlichen 9% sagen keine Meinung. Aber wie sieht es denn nun mit der Klimabilanz von einem Elektroauto aus? Und wenn man das errechnen will, muss man halt viel mehr berücksichtigen als nur den Betrieb des Wagens über die Lebensdauer, sondern man muss die Herstellung des Autos berücksichtigen, die Zulieferkette sowie Produktion und Transport des Treibstoffs. Das ist alles extrem aufwendig und alles andere als einfach. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Einfachsten an. Das ist nämlich der CO2-Ausstoß eines Elektroautos im Betrieb. Und das lässt sich mit sehr einfachen Grundrechenarten bestimmen und dann mit einem Diesel oder Benziner vergleichen. Alles, was man dazu braucht, sind realistische Werte für die Verbrauchsdaten und die Zahlen zur CO2-Emission von Diesel oder Benzin. Und zum Schluss auch die CO2-Werte bei der Produktion des deutschen Durchschnittsstroms, mit dem so ein Elektroauto dann wahrscheinlich geladen wird. Das nennt man also Strommix, dieses Wort habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Alle diese Daten, die sind öffentlich zugänglich. Wenn man jetzt bedenkt, dass es eine große Bandbreite gibt von Elektroautos, die zwischen 10 Kilowattstunden und 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen. Und auch bei den Verbrennern gibt es halt Autos, die verbrauchen 4 Liter auf 100 und welche, die verbrauchen 15 Liter auf 100. Ist es halt doch nicht so einfach, aber man kann zumindest die existierenden Werte mitteln. Und wo bekommt man die her? Es gibt eine Website, die heißt spritmonitor.de und dort erfassen Privatleute ihre Spritverbräuche. Und das ist öffentlich zugänglich und dort kann man sich sozusagen einen Mittelwert bilden. Und im Durchschnitt aller Elektroautos, die dort erfasst sind, und zwar sind es 1039 Autos zu meiner Recherche, 1039 Elektroautos und die haben einen Durchschnittsverbrauch von 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch bei Spritmonitor bei den Dieseln liegt bei 6,36 Liter auf 100 und bei Benziner bei 7,88 Liter auf 100 Kilometer.
Jetzt muss man sich anschauen, wie viel ist das in CO2? Beim Verbrennen eines Liter Diesels entstehen 2,6 Kilo CO2 und bei Benzin sind es 2,37 Kilo CO2, also ein bisschen weniger. Beim deutschen Durchschnittsstrom sind es aktuell 2019 0,465 Kilo CO2 pro Kilowattstunde erzeugtem Strom. Vor 30 Jahren war dieser Wert übrigens doppelt so hoch und dass es jetzt immer niedriger wird, liegt halt am Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir gewinnen zwar immer noch hier Strom in Deutschland aus Braunkohle, aus Steinkohle, Erdgas und so weiter, aber der Anteil der erneuerbaren Energien, der steigt ständig. Und im ersten Halbjahr 2019 lag der Anteil bei 47,5%. Der Durchschnittsstrom hier in Deutschland, also der Strommix, wird also immer grüner. Und ich zeige euch mal eben eine Grafik, wie sich das Ganze entwickelt in den letzten Jahren. Und wir sehen hier, dass es eigentlich eine ziemlich schöne Kurve nach oben geht. Die 47,4 oder 0,5% 2019 sind der aktuelle Wert. Und gerade der Sprung von 2018 auf 2019 ist schon sehr erstaunlich. Und diese Kurve wird sich natürlich weiter nach oben entwickeln. Das heißt, in ein paar Jahren wird dieser Strommix deutlich über 50% erneuerbare Energien haben. Da bin ich hundertprozentig sicher. Davon aber abgesehen haben wir jetzt die Werte, die uns als Berechnungsgrundlage dienen. Und damit ergibt sich bei den CO2-Emissionen auf 100 Kilometer folgende Situation. Beim Diesel, also der reine Fahrbetrieb, beim Diesel sind es 16,9 Kilogramm auf 100 Kilometer, beim Benziner 18,7 Kilogramm auf 100 Kilometer und beim Elektroauto 7,6 Kilogramm auf 100 Kilometer. Beim Elektroauto ist, wie gesagt, der deutsche Strommix als Grundlage gelegt worden. Allerdings laden auch nicht wirklich alle Elektroautos mit dem deutschen Strommix, denn viele Elektroautos laden auch an öffentlichen Ladestationen. Der Strommix ist sozusagen nur für die relevant, die zu Hause laden, in der Garage oder beim Arbeitgeber. Weil jede öffentliche Ladestation, die auch nur mit einem Euro gefördert wurde, die ist sozusagen verpflichtet, Ökostrom anzubieten. Tesla Supercharger sowieso. Und IONITY, das Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Daimler, Ford und VW, die beziehen ihren Strom für die IONITY-Standorte ebenfalls als Ökostrom. Und auch zu Hause kommt halt auch ein nicht unerheblicher Anteil meistens aus Photovoltaikanlagen. Gerade Leute, die sich ein Elektroauto kaufen und zu Hause laden, haben eben auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Und ich habe hier mal noch eine Statistik für die Ladeorte, wo die Leute ihre Elektroautos aufladen. Und da sieht man, dass knapp 65% zu Hause geladen wird, 7,4% beim Arbeitsplatz, aber eben 15% an öffentlichen Ladestationen. Das heißt, eigentlich sind diese 15% wahrscheinlich alle Ökostromladungen. Die müsste man von diesem deutschen Strommix also auch noch abziehen. Es ist auf jeden Fall so, dass wer seinen Benziner gegen ein Elektroauto austauscht und damit 20.000 Kilometer pro Jahr zurücklegt, der spart pro Jahr über 2 Tonnen CO2 ein. Auch wenn es nur mit dem deutschen Strommix geladen wird. Zum Vergleich, pro Jahr verursachen wir pro Kopf in Deutschland ungefähr 9,5 Tonnen CO2 durch unsere Lebensweise. Und von diesen 9,5 Tonnen, da ist auch die Mobilität enthalten. Und wenn wir da 2 Tonnen einsparen pro Kopf, das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Aber das ist ja auch nur der Fahrbetrieb. Der Fahrbetrieb ist das eine und die Herstellung eines Autos das andere. Und die Kritiker, die hängen sich ja immer daran auf, dass beim Bau von Elektroautos mehr CO2 freigesetzt wird als bei der Herstellung eines gleich großen Verbrenners. Und zwar so viel, dass ein Elektroauto das praktisch nicht mehr aufholen kann. Ja, wahr ist, bei der Produktion eines Benziners oder Diesels fallen 7 Tonnen ungefähr CO2 an, vor allem für Stahl, Alu, Gummi, Glas, Kunststoff etc. Und beim Elektroauto ist es deutlich mehr. Obwohl eben einige große Bauteile wie zum Beispiel Kühler, Katalysator, Auspuff, Getriebe etc. gar nicht benötigt werden. Aber die Frage ist, wie viel mehr CO2 fällt da an als beim Verbrenner? Ab wann geht denn bei dem Elektroauto die Klimabilanz ins Positive? Und da gibt es eben sehr, sehr viele Studien und alle negativen Artikel, die in den letzten Monaten erschienen sind, die rechnen hier mit mindestens 17 Tonnen CO2, die bei der Herstellung jedes Elektroautos erzeugt wird. Also ein großes Elektroauto müsste dann 160.000 Kilometer fahren, heißt es, oder sogar noch mehr. Es gibt jetzt neue Studien vom ADAC, da ist es noch viel, viel mehr.
bis der Nachteil aus der Herstellung quasi aufgewogen ist. Und dann heißt es im gleichen Nebensatz sozusagen, dass so eine Autobatterie eh nur 160.000 Kilometer hält und dann ersetzt werden muss, also ist das Ganze völliger Quatsch. Und rechnet sich in der Ökobilanz überhaupt nicht. Und diese Zahl, 17 Tonnen CO2, wie kommt die überhaupt zustande? Weil das ist ja im Prinzip der entscheidende Faktor. Die Zahl geht auf eine sogenannte Schwedenstudie zurück, die ist aus dem Jahr 2017. Und zwar ist die vom Swedish Environmental Research Institute. Und die haben eigentlich eine Metastudie gemacht. Das heißt, sie haben viele ältere Studien ausgewertet, wie die Batterieproduktion für verschiedenste Anwendungen, auch Elektroautos, sich auf den CO2-Ausstoß auswirkt. Und die Zahl 17 Tonnen taucht dort in der Studie überhaupt nicht auf, sondern ein Journalist hat sie selbst hergeleitet, indem er die umweltschädlichsten Zellen nahm und auf das Auto mit der größten Batterie hochrechnete. Zum Beispiel Tesla Model S mit 100 Kilowattstunden Batterie. Ich habe hier aus der Schweden-Studie mal die Bandbreite der verschiedenen Studien, wo ihr seht, wie groß dort die Schwankungen sind für Akkus in der Produktion. Also die reichen sozusagen bei den NMC-Zellen, das sind die Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen, die auch heute noch sehr häufig in Elektroautos verwendet werden. Dort sieht man, dass die Bandbreite von 200 Kilo CO2 pro Kilowattstunde geht, im Maximalfall bis unter 50 Kilo CO2 pro Kilowattstunde. Es ist also nicht ein Wert, der in der Studie steht, sondern das ist der Wert aller Studien, die dort ausgewertet wurden. Und der Fakt dazu ist aber, Tesla stellt seine Zellen mittlerweile ganz anders her. Also da wird viel weniger CO2, erzeugt, als in diesen älteren Studien angegeben. Denn Tesla produziert zum Beispiel in seiner Gigafactory zum großen Teil mit Ökostrom. Und trotzdem wird immer wieder Tesla auch mit dieser Zahl 17 Kilogramm für einen Akku, in Verbindung gebracht. Auch heute noch. Also was ist jetzt eigentlich realistisch? Das ist schwer zu sagen, denn irgendwie in jeder Studie schwanken diese Werte für den CO2-Abdruck in der Batterieproduktion erheblich. Als Faustregel kann man eigentlich sagen, in USA und Europa hergestellte Akkus erzeugen bei der Produktion bis zu 70% weniger CO2 als zum Beispiel Akkus, die in China produziert werden. Und woran liegt das? Jedes Land hat halt seinen durchschnittlichen Strommix. Und gerade auch in China, dort werden noch sehr, sehr viele Kohlekraftwerke als Energieerzeuger eingesetzt. Und deswegen haben Akkus, die in China produziert werden, einen viel höheren CO2-Abdruck als Akkus in Europa oder in USA. Wie gesagt, Tesla produziert in seiner Gigafactory in Nevada bald komplett mit Ökostrom. Volvo für Polestar und so weiter will das Gleiche tun. Und VW hat seinen Zulieferer LG Chem oder Chem vertraglich dazu verpflichtet, nur 100% Ökostrom für die Akkuproduktion einzusetzen. Also wird dieser CO2-Rucksack eines Akkus allein dadurch sowieso immer kleiner. Und diese Studien, ja, was für einen Wert haben die eigentlich? Die viel zitierte Schweden-Studie sagt auch noch was sehr Interessantes. Dort steht nämlich ein Absatz, der hat es in sich. Da steht nämlich quasi wortwörtlich, ich übersetze das mal, die größten Batterien mit einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern hatten die niedrigsten Emissionen in der Batterieproduktion pro Kilowattstunde, während die kleinsten Batterien für Plug-in-Hybride die höchsten hatten. Und zwar ist das die Folge der vielen Batteriekomponenten, deren CO2-Emissionen eben nicht linear mit der Packungsgröße hochskaliert werden können. Das heißt, wenn ich eine kleine Batterie habe, die eine bestimmte Menge CO2 produziert, ist es eben nicht möglich, linear einfach hochzurechnen. Wenn ich die Batteriekapazität verdopple, verdoppelt sich laut dieser Studie eben nicht automatisch der CO2-Abdruck. Doch dieser Fehler wird halt immer wieder gemacht. Hier habe ich nochmal ein realistischeres Bild der Treibhausgasemissionen im Vergleich, wenn man die Mittelwerte aller Fahrzeuge heranzieht. Hier sehen wir also mal einen Wert für die CO2-Emissionen, wo wir den Mittelwert gebildet haben. Und zwar den Mittelwert bei batteriebetriebenen Elektroautos zwischen allen Akkugrößen, die es so gibt. Und dort kommt dann ein ganz anderes Bild zustande, nämlich das sind hier laut dieser Berechnung nur 12,4 Tonnen statt 17 Tonnen und bei Benzinern sind es 6,7 Tonnen CO2 bei der Herstellung.
So, und wenn man jetzt also mit diesen Mittelwerten rechnet, dann ergibt sich folgendes Bild. Da gibt es einen Zwischenbericht der Forschungsstelle für Energiewirtschaft und dort steht für das erste Halbjahr 2019 folgende Berechnung in Abhängigkeit der verschiedenen Strommixe. Habe ich auch eine Grafik, die kommt von der Forschungsstelle. So, und hier sieht man die Klimawirksamkeit eines benzin- und batterieelektrischen Fahrzeugs der Kompaktklasse in Abhängigkeit der Fahrleistung und des geladenen Stroms. Und da ist es sozusagen hier schon sichtbar, dass diese Linie der schwarzen Linie, das ist ein Benzinfahrzeug, und die durchgezogene grüne Linie ist ein Elektrofahrzeug mit deutschem Strommix, die treffen sich ungefähr bei 50.000 Kilometer. Und beim europäischen Strommix sieht es noch viel besser aus und beim Elektrofahrzeug, was nur mit Photovoltaik geladen wird, sieht es noch viel besser aus. Da trifft sich sozusagen die Linie schon bei knapp über 20.000 Kilometer. Also hier sehen wir, dass sich bereits nach 3 Jahren oder rund 45.000 Kilometer das Fahren im Elektroauto über alle Batteriegrößen hinweg klimafreundlicher darstellt als mit einem Diesel- oder Benziner. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, dass wir ja eigentlich immer nur über CO2 reden hier. Wir reden hier nur über Kohlendioxid, als wäre das das Einzige, was ein Verbrenner so ausstößt aus dem Auspuff. Der Rest ist nur heiße Luft oder was. Das stimmt ja so nicht. Sondern wir haben ja jede Menge Stickoxide. Das sind die Gründe für die Fahrverbote von Dieseln in den deutschen Innenstädten. Wir haben Kohlenmonoxid, wir haben Feinstaub. All diese Belastungen sind beim Elektroauto entweder gar nicht da, also Stickoxide null. Kohlenmonoxid null, auch bei der Produktion null. Und Feinstaub ganz wenig. Natürlich produziert so ein Elektroauto auch Feinstaub. In der Regel ist das hauptsächlich Reifenabrieb. Aber Bremsen zum Beispiel werden beim Elektroauto fast gar nicht verwendet, sondern das macht ja das Auto durch Rekuperation. Nur in den letzten Metern wird eigentlich richtig mit Bremsbelägen gebremst. Das heißt, da ist der Feinstaub sehr gering. Auch Bremsen von Elektroautos halten Hunderttausende von Kilometern. Das heißt, diese Werte werden auch immer wieder völlig unter den Tisch fallen gelassen. Das heißt, es geht ja nicht nur ums CO2, es geht ja um alle Schadstoffe, die ein Verbrennungsmotor so ausstößt. Und das ist eben beim Elektroauto überhaupt nicht der Fall. Und dann noch ein Wort von mir zur Haltbarkeit von Elektroauto-Akkus. Das ist auch so ein Wert, der in diesen Studien eben immer völlig falsch behauptet wird. Ich lese auch diese Zahl immer wieder in meinen Videokommentaren. Da heißt es dann 160.000 Kilometer, länger hält so ein Akku nicht und danach muss der ausgetauscht werden. Wie kommen die denn darauf? Also die Hersteller geben ja in der Regel 8 Jahre Garantie und wenn man sagt, wir fahren 20.000 Kilometer im Jahr, da kommt natürlich dann 160.000 Kilometer raus und dann ist die Garantie abgelaufen. Aber ist der Akku dann kaputt? Nö. Also heutige Akkus sind ja mindestens für 1000 Ladezyklen ausgelegt. Und wenn ich jetzt mal meinen Tesla-Akku sehe, da komme ich ungefähr 300 Kilometer mit. Das heißt, 1000 mal 300 Kilometer sind 300.000 Kilometer Fahrleistung. Ich meine, sogar Audi sagt in der Autobild, was ja nun nicht gerade das Fachblatt für Elektroautos, dass die Batterie beim e-tron für die gesamte Lebensdauer des Autos ausgelegt ist. Und in der Realität halten die Batteriepakete länger als die Autos, in denen sie verbaut sind. Mal hier ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es in Amsterdam, im Johan Cruyff, oder wie heißt das? Johan Cruyff Fußballstadion. Da gibt es 148 ausgemusterte Akkus aus dem Nissan Leaf. Die Autos sind schon lange verschrottet, aber die Akkus halten immer noch. Und die sind in dem Fußballstadion und sind dort Teil des Energiesystems. Photovoltaik haben die da. Und dort werden bis zu 3 Megawatt Strom gespeichert und das versorgt das Stadion mit Energie und sogar auch die Nachbarschaft um die Ecke. Also ihr seht, erstens ist das Thema gar nicht so einfach, es ist ein bisschen komplex, aber die Studien, die immer wieder behaupten, ein Elektroauto würde nicht klimafreundlich sein, die machen es sich halt auch sehr einfach, indem sie falsche Zahlen zitieren, vor allem auch sehr alte Zahlen zitieren. Und wenn man sich die Originalstudien mal genauer anschaut, so geben die diese Werte einfach nicht her. Und ich hoffe, ihr habt mit meinen Statistiken, die ich mir jetzt nicht ausgedacht habe, die Quellen findet ihr nämlich wie immer in der Videobeschreibung, könnt ihr selber dort nachlesen. Mit diesen Informationen hoffe ich, dass bei euch vielleicht ein anderes Bild entsteht und ihr auch selber mal euch bemüht, mal ein bisschen drüber nachzudenken. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich auch freuen, wenn ihr wieder kontrovers darüber diskutiert. Aber bitte immer dran denken, in den Kommentaren sachlich bleiben. Das war's von mir zu diesem komplexen Thema. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.